Hey Leute, willkommen zurück zu Juran. Und wir gehen jetzt mal hier über die Brücke. Auf die Hoffnung, dass da jetzt kein Troll kommt aus dem Nichts und uns überfällt. Nee, aber warte mal. Bin ich nicht ein bisschen falsch? Nee, Quatsch. Nee, passt, passt. Alles gut. Level 2, ja stimmt. Und die Musik setzt mal wieder aus, ist ja schön. Da hinten sind Goblins. Mal sehen, ob wir denen gewachsen sind. Ach shit. So. So ist es richtig. Kann ich hier nochmal von Part 6 aufnehmen. Kampfmusik bleibt auch weg. Oh, die haben Knochen anstatt dieser Äste. Abgenagte Menschenknochen. Die Umkehrung der Werte. Ja, aber was ist hier los? Wieso ist da keine Musik? Ach, es ist noch so früh am Morgen. Schaben. Scavenger, kommt schon. Na komm. Und dir verpasse ich noch ein hübsches Schleifchen. So, looten. Ich höre doch was Schaben. Aha, Scavenger steht auch auf. Ach, hier. Was das sagen? Was ist das eigentlich da drüben für ein Vieh? Bock, Bock? Ja, ist okay. Ja, normalerweise ertönt ja die Musik von Corinus. Und nachts hat die ja auch einfach keine Kampfmusik. Deswegen kommt die auch nicht. Alter, wie viele noch? Ich frag mich, warum der manchmal aufhört zu schlagen. Ich hab euch nichts getan, Leute. Wieso springe ich andauernd an dem vorbei? Komm, ich esse jetzt einfach mal das Muschelfleisch. Und Dunkelpilz. Komm, das mache ich jetzt einfach mal. Die ganzen Dunkelpilze essen. Alles meins. Huch. Kommt einfach so eine Maus gekrabbelt. Und ich will gucken, was das da hinten für ein Viech ist. Also das sieht echt ein bisschen komisch aus hier. Morak. Aha. Der nimmt gut Schaden. Au, der macht aber auch gut. Ach. Da hat er kurz aufgehört zu schlagen, ey. Aber könnt ihr erkennen, was das ist? Weiß ich nicht, das ist irgendwie so eine Mischung aus Kuh, Ziege und Dämon, Knochen. Irgendwie sowas. Da waren mein Kumpel und ich schon früher am Rätseln, was das für ein Viech genau sein sollte. Aber immerhin
Wir hatten den aber gut zugesetzt, ne, vorhin. Ist schon nicht schlecht. Aber wie Gold? 279. Ich bin gerade so ein. So, hier, was haben wir hier? Hier sind Menschen. Die Insel ist halt ziemlich komplex, muss man sagen. Dede? Da drüben ist noch eine Hütte. Da können wir auch mal schön schauen, wie wir da hinkommen über diesen Brückenkomplex. Hallo Kleiner, alles klar bei dir? Sicher, was sollte denn sein? Ich bin erst seit kurzem hier. Keine Ahnung, was ihr hier so macht. Nun ja, wir hüten Schafe und haben hier unsere Ruhe. Brauchst du etwas? Ich könnte dir etwas vom Bauernhof oder von der Stadt mitbringen, wenn ich das nächste Mal hier vorbeikomme. Ach, du willst eh nur mein Gold. Also vergiss es. Was ist dein Problem? Mann, dieser Penner von Jura hat mir 100 Gold abgeknöpft. Warum denn das? Ich war in der Kneipe und als ich zurück wollte, hat er sie mir einfach abgenommen. Was? Hat er Zoll verlangt oder wie? Ja, sowas in der Art. Dabei darf er das gar nicht. Aber was glaubst du passiert, wenn ich mal meinen Mund aufmache? Richtig, er bekommt Besuch von einer Gardistenfaust. Ja, verstehe. Also bitte, und dann? Hör mal, hast du einen Bandwurm? Ich weiß nicht, deswegen war ich in der Kneipe. Du hast einen Bandwurm und gehst damit zu einem Wirt? Wie kommst du auf sowas? Pat meinte, Rum würde gegen Bandwürmer helfen. Aber das hat nicht gestimmt, wie ich gemerkt habe. Aha. So, wer pennt denn da so fröhlich hier? So friedlich. Checken wir mal ab hier. Hat. Aber erstmal hier. Hallo, wie geht's? Das willst du doch gar nicht wissen. Warum sollte ich dann danach fragen? Das ist nur so eine Oberflächlichkeit, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Das läuft bei mir nicht. Ich durchschaue solche Sachen gleich. Naja, was soll's. Alina braucht 30 Flaschen Milch. Hast du welche? Ja, aber ich kann sie dir leider nicht für den normalen Preis verkaufen. Wie viel willst du denn? Ich sage es mal so. 250 Gold und du kannst in Milch schwimmen. Ach, gib die Milch schon her. Du hast die Idee wegen einem Bandwurm in die Kneipe geschickt? Ja, warum? Er ist ein guter Freund von mir. Die 100 Goldmünzen an Jura hat er dann für dich bezahlt, oder? Verdammte Scheiße. Ja, es stimmt. Entweder er oder ich. Warum hast du das überhaupt gemacht? Spielschuld. Jura sieht mir nicht nach einem Spieler aus. Er treibt das Geld für Angie ein, ganz einfach. Das Gespräch, das lassen wir jetzt mal lieber. Habe ich jetzt keine Lust drauf, weil sonst bekomme ich... Nee, sag ich nicht. So, in der Hütte. Ist da jemand? Vasili. Ich habe gerade einen Daumenstick aufgesammelt. Hallo. Tag. Was willst du? Ich schaue mich nur um. Gibt es etwas Interessantes über die Gegend zu berichten? Nein, hier gibt es nur Schafe und Gras. Das klingt verdammt langweilig. Ja, das ist doch gut so. Denn Langeweile bedeutet kein Ärger. Hm, weiß nicht. Ja, wenn man Langeweile so hat, will man doch, weiß ich nicht, sorgt man doch garantiert für Ärger irgendwo. Wobei, kommt auch wieder auf die Person an, ne? Ich will jetzt keinen Explizitruf ansprechen jetzt. War gestern. Nee, ich weiß nicht.
Auch nur 15 Erfahrung. Das ist ja schön. Hä? Wo denn? Alles klar. Ich meine, ich habe einfach mal die STRG-Taste gehalten, also die Steuerungstaste. Einfach nur, damit ich mich orientieren kann. Weil, das macht aber genauso gut Schaden. Naja, ist auch nur so ätzend kurz hier. Ein Schaf glaube ich nicht um, weil wahrscheinlich bekomme ich dann Probleme mit denen hier. Gut. Dann will ich mal zum anderen Bauernhof gehen. Beziehungsweise, nein, warte. Erst, wo ich mir irgendein Viech, was ich noch übersehen haben könnte. Ich sehe gerade nichts, ne? Gerade eine gute Leiste gehabt. So. Uah! Alles klar. Dann eben so. Und die bleiben einfach schon stehen hier. Nun gut, jetzt müssen wir einmal zurück zu... War es Niklas? Ja, Niklas, ne? Zu dem müssen wir mal zurück, dann bringt uns das Fellabziehen bei. Dann können wir mal gucken, ob wir gegen Wölfe ankommen. Wenn nicht, muss ich nochmal leveln. Ist kein Thema. Boah, ich dachte gerade. Schiff. Oh. Würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt durch den Boden runterglitsche. Das Problem bei Wölfen ist ja, die kommen ja immer in Rudeln. So wie es um mich steht. Kriege ich die wohl schlecht einzeln gepult. Auch, mir kriege ich die auch generell schlecht platt. Und wenn ich einen platt kriege, dann wirklich nur einen und dann darf ich rennen. Dann ist die Leiche schon verwest. Kann ich das Fell nicht mehr plündern. So Geschichten. Oh nein. Mich wundert es. Obwohl das Video mehr bietet als Gothic 2. Mein Video, die Größe ist total klein. Ja, wobei, ich spiele auf einer ganz anderen Auflösung auch. Ja, eben aus den Gründen, damit möglichst klein halten. Hey, du! Aber Darius, wollte er... Nee, bei dem habe ich nichts mehr. Und, dem haben wir auch noch nicht geredet, oder? Pablo. Hallo. Ich sage es nur einmal. Wenn du über die große Brücke gehst, werde ich dich nicht aufhalten. Ich werde auch nicht hinterherrennen, wenn ich dich schreien höre. Okay, alles klar. So, mein lieber Freund. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen willst.
Fälle ziehst du am besten ab, indem du einen tiefen Schnitt an den Hinterläufen des Tieres vornimmst. Dann kannst du das Fell von vorne nach hinten eigentlich immer sehr leicht abziehen. Fünf Lernpunkte haben wir noch. Aber ich will die jetzt nicht direkt in Stärke packen. Da mache ich lieber 10 rein. Oder doch 20. Das war eigentlich... Wobei, ich will jetzt auch nicht so die ganze Zeit leveln, ne? Ich weiß ja nicht. Nico. Was ist das? Crush. Kill. Destroy. Nicht so will ich aber jetzt keinem Wolf gegenübertreten. Beim besten Willen nicht. Das ist ein dunkler Pilz. Klippen so ist hier. Weil da sehe ich ja noch was Komisches. Das kann ich von mir aus nicht erkennen. Naja, gut. Die hier, die haben echt hier eine komische Insel ausgesucht zum Leben. Wundert mich, dass die Insel es nicht hier in der Odyssey-Mod geschafft hat, wo die sonst immer alle kleinen Mods hier da reinpackten. Hätte ich so gefeiert. Andererseits, was hätten die daraus machen wollen? Ach, wobei, jetzt, wo ich hier rüber gehe, komme ich doch zwangsläufig zu Wölfe. Ja, toll. Ist da noch ein Viech? Ach komm, egal. Ich kann hoffen, dass ich das überlebe einfach mal. Die hängen aber zu dicht aufeinander. Die hängen mir zu dicht aneinander. Ist da was? Naja, ich bin eingebildet. Weiter zu, Mensch. Ja, wo ist der andere? Okay. Situation überschätzt. Ich komme doch relativ gut gegen Wölfe an. So. Dass der andere Wolf hier nicht zu mir gekommen ist direkt. Zähne sehen auch ganz anders aus hier. Seht ihr das?
Moai-Statue aus den Osterinseln zum Bauer. Hier durch. Aber wenn ihr meint. Huch, da war noch eins. Naja gut. Jetzt gehen wir mal durch die dunkle Höhle. Ach Mann.